Meine sehr verehrten Damen und Herren, seien Sie Großverdiener oder Existenzminimumskratzer, Geldsäcke, Geldsäckel und Geldlose gleichermaßen, geschätzte Räte, Ratten und Rattenspalter, die Sie heute hier zusammengekommen sind, um sich antizyklisch mit einer Initiative auseinanderzusetzen, während die Meinungsmacher und Macker gerade damit beschäftigt sind, die Plakatflächen mit flachem Grinsen und vorgekauten Meinungen voll zu pflastern, einer Volksabstimmung, die, wenn man denn den Kritikern Glauben schenken darf, nichts weniger will als die Abschaffung des Kapitalismus, die Belohnung der Faulheit, die komplette Entwertung jeglicher Erwerbsarbeit, die vermeintlich nichts weniger verlangt, als dass ein paar wenige, nennen wir sie das 1%, die ehrlich und hart für ihren Wohlstand gearbeitet haben, die anderen 99% durchfüttern und haushalten und aushalten müssen. Ja, sie sei das Gegenstück eines liberalen Staates, dem wir laut unserer Verfassung verpflichtet sind, der Antichrist der Demokratie sozusagen, und jenseits aller Argumente löst sie bei fast allen Menschen, die zum ersten Mal mit dieser Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen konfrontiert werden, denselben Gedanken aus. Da geht doch nöd. Ein Pausenplatz-Argument, wenn wir ehrlich sind. Da geht doch nöd. Seien wir doch ehrlich, es ist der Gedanke, der uns allen beim ersten Mal durch den Kopf geht, wenn wir von dieser Idee hören. Geld kriegen. Einfach so. Ohne nichts dafür zu tun. Das ist doch ein Traum, oder? Mit genau dieser Illusion wedeln uns doch die Win-for-Life-Losverkäufer vor der Nase herum, damit die ihren blöden Lose kaufen, bei denen dann immer genau 2 Win-Felder mit dabei sind, aber eben nie 3. Das kann doch gar nicht funktionieren, oder? Wir stehen dann da wie ein Neandertaler vor einem iPhone oder ein Toggenburger Bauer im Mittelalter vor einer Solarzelle. Wie soll denn das gehen? Die Stimme von jemandem hören, der auf einem anderen Kontinent lebt. Was zur Hölle ist ein anderer Kontinent? Wie soll das funktionieren, Licht zu haben mitten in der Nacht? Wie soll das gehen, wenn wir keinen König haben, sondern stattdessen alle über die Zukunft unseres Dorfes, unseres Landes entscheiden können? Die Frauen auch? Seid ihr verrückt oder was? Da geht doch nöd. Wer arbeitet, wird dafür bezahlt. Wer nicht arbeitet, der geht leer aus. So einfach ist das doch. Also außer natürlich, wenn irgendjemand mal gesagt hat, das, was du machst, das ist keine Arbeit. Kinder erziehen zum Beispiel. Essen machen. Alte Menschen pflegen. Also manchmal ist das ja schon Arbeit, aber eben nur, wenn es nicht die eigenen Kinder, Schnitzel oder Alten sind. Und manchmal auch dann nicht. Das ist alles ganz kompliziert. Oder auch Gedichte schreiben, ne? Sich über Politiker lustig machen. Das ist doch keine Arbeit. Ist ja irgendwie schon noch paradox, dass Sie zu dieser Frage ausgerechnet 2 Menschen eingeladen haben, die ihr Geld damit verdienen, dass sie das tun, was sie lieben. Da geht doch nöd. Doch, das geht schon. Und wer hat denn eigentlich entschieden, dass wir 2 das können und andere nicht? War das Zufall? Sind wir einfach so viel besser in dem, was wir tun, als alle anderen? Meine Bücher verkaufen sich lausig und Andreas Thiel ist beim einzigen Poetry Slam, an dem er teilgenommen hat, sang- und klanglos ausgeschieden. Ja, wo haben denn da bitte sehr diese Wettbewerbsmechanismen des freien Marktes gespielt? Und trotzdem ist es mit Sicherheit das Einzige, bei dem Andreas und ich uns absolut einig sein werden. Bedingungsloses Grundeinkommen oder nicht, wir werden weiterhin genau das tun, was wir gerne machen. Auf der Bühne stehen und reden. Da geht doch nöd. Ja, wer putzt denn unsere Toiletten, wenn er nicht muss? Wer ruiniert sich die Wirbelsäule, weil er auf der Baustelle den ganzen Tag 25 Kilo Platten hin und her schleppen muss? Wer kocht unsere Hamburger in Fastfood-Küchen, in denen das Fett von den Wänden trieft wie die Hoffnung auf eine bessere Zukunft? Wer kontrolliert unsere Zugtickets und riskiert dabei, dass ihm die Zähne ausgeschlagen werden? Müssten wir dann vielleicht noch mehr mit unserem Wohlstand aus veralteten Röhrenbildschirmen in Afrika winken, um Menschen hierher zu locken, denen wir dann als allererstes klar machen, dass sie niemals, niemals dazugehören werden, ihre Kinder übrigens auch nicht, und dass sie dann die Arbeiten machen müssen, für die wir uns zu schade sind? Jobs, die so beschissen sind, dass wir Schweizerinnen und Schweizer uns eher der entwürdigenden Entblößung namens Sozialhilfe unterwerfen, anstatt uns so weit herabzulassen. Jobs, die keinen sozialen Status bringen, keine Kreativität fördern und keinerlei Produktivität bergen. Wie viel müsste ich Ihnen bezahlen, damit Sie die Unterhosen einer 80-jährigen Frau wechseln? Wie viel müsste ich Ihnen bezahlen, dass Sie auf einer Baustelle 25 Kilo Platten hin und her schleppen? Und vielleicht umgekehrt gefragt, wie viele Eltern können wir bezahlen, ihren Kindern eine heile Kindheit zu verschaffen, von dem Geld, das wir für das Sondersetting für nur einen einzigen straffälligen Jugendlichen benötigen? Aber da geht doch nicht, ne? Wieso denn eigentlich nicht?
Weil wir uns das nicht leisten können? Mummel. Können wir schon. Wir müssten nicht einmal die unnützeste Armee der Welt abschaffen dafür. Sogar die Deutschen könnten das finanzieren, sagen zumindest die Volkswirtschaftler. Und die haben echte Probleme. Also die Deutschen, nicht die Volkswirtschaftler. Und damit meine ich auch nicht Angela Merkel. Aber da geht doch nicht. Da geht doch niemand mehr arbeiten, oder? Ich meine, was ist denn mit denen, die heute schon zu faul sind dafür? Und die Frage ist berechtigt. Absolut. Ja, die gehen mir auch auf den Sack. Diejenigen, die keinen Finger rühren, auf der faulen Haut liegen, die nichts zur Produktivität unserer Volkswirtschaft beitragen und dann noch die Frechheit haben, sich mit besserwisserischen Kommentaren in jede Diskussion einzumischen. Menschen wie Konrad Humbler zum Beispiel, der ehemalige Geschäftsführer der Bank Wegelin, der einzig und allein davon lebt, dass sein Geld Geld verdient. Doch um genau diese Menschen geht es eben nicht. Nicht das 1% ist entscheidend. Die können wir uns immer leisten. Die müssen wir uns leisten können in einer Demokratie, die diesen Namen verdient. Wir beklagen doch im 21. Jahrhundert so gerne, dass wir in einem Zeitalter leben, in dem es keine großen Konzepte mehr gibt, keine Ideologien und Utopien. Der Faschismus wurde zum Glück bekämpft und besiegt. Der Kommunismus ist in sich zusammengefallen, überlebt, hat einzig eine Logik des Marktes, des Geldes. Eine Gesellschaft, in der sich der Wert von allem in finanziellen Beträgen messen lässt. Ein Gedicht zum Geburtstag Ihrer Ehefrau? 700 Franken, 1300, wenn ich es Ihnen auch noch vortragen soll. Ein journalistischer Beitrag? 300 Franken, außer in der Weltwoche, aber dafür lege ich meine Seele obendrauf. Das CO2, das wir in die Luft ausstoßen? 800 Millionen Franken im Jahr. Eine verlorene Hand? 40% Rentenanspruch. Ein Kind, das im Mittelmeer ersäuft? 6,3 Millionen Euro. Das ist die Differenz der Kosten von Mare Nostrum und Frontex. Das Recht auf Leben? 2.500 Franken im Monat. Verstehen Sie mich richtig. Die Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen ist keine Revolution, denn Revolutionen kosten Menschenleben. Sie will keinen Umsturz der bestehenden Verhältnisse. Sie will nicht den Reichen ihr Geld wegnehmen, ob diese sich ihren Reichtum nun ehrlich erworben haben oder nicht. Und sie will die Armen nicht reich machen. Sie will nichts weiter als ein Menschenrecht konkretisieren und mit den Mitteln der Gesellschaft, die wir gewählt haben, messbar machen und festschreiben. Jenes Recht nämlich, das nicht einmal die argsten Kritiker der Menschenrechte anzweifeln oder bestreiten. Das Zentralste, EMRK Artikel 2, das Recht auf Existenz, auf Leben. Und das in Geld. Das ist nicht revolutionär. Vielleicht ist es nicht einmal sympathisch. Es ist nur konsequent.